Langfristige Ernährungsumstellung oder Crash-Diät? Womit bekommen unsere Kandidatinnen schneller ihr Fett weg? Gewicht zu Beginn 72,5 Kilo. Ich habe mehrere Sachen schon versucht, alleine irgendwie weniger zu essen oder auch aus der Zeitschrift irgendwelche Diäten. Es hat nie so den Effekt gehabt. Unsere zweite Abspeckkandidatin ist Inga, 24. Sie ist mit einem Gewicht von 101 Kilo gestartet. Ihr Diätziel 10 bis 15 Kilo weniger. Nach 12 Wochen trifft unsere Gesundheitsreporterin die beiden wieder. Wer von beiden konnte seinem Wunschgewicht näher kommen? Wir wollen heute mal rausfinden, wie klappt es eigentlich mit dem Abnehmen am besten und wie kann man langfristig sein Gewicht halten? Mit einer Crash-Diät, da verliert man in kurzer Zeit viel Gewicht, oder aber mit einer langfristigen Ernährungs- und Lebensumstellung. Um ihr Ziel zu erreichen, haben die beiden Frauen sich für zwei völlig unterschiedliche Diäten entschieden. 10 Minuten Bewegung. Nach 3 Wochen gab es ein erstes Zwischenergebnis. Katrin hatte 1,3 Kilo abgenommen. Auch ihr Körperfettanteil war gesunken. Ideal sind 30%. Inga wollte möglichst schnell viel abnehmen, entschied sich daher für die Crash-Diät. Nach 3 Wochen hatte sie 2,5 Kilo abgenommen und lag damit vorne. Jetzt wollen wir es wissen, wer hat mehr abgenommen. Katrin macht den Anfang. Jetzt kommt der große Moment für die Katrin. Was sagt die? Schauen wir mal. Mhm. Oh, supi. Was? Ja, was sagst du? Ja, perfekt. 68,3 Kilo. Für Katrin hat sich die Ernährungsumstellung gelohnt. Mhm. Bist du zufrieden? Absolut. Ja, das absolut. Heißt, wie viel hast du jetzt abgenommen? Gesamt so was bei 4, 5 Kilo. Und was sagt die Waage bei Inga? Sie hat ihre Crash-Diät vorzeitig beendet. Trotzdem, insgesamt sind es 7 Kilo weniger. Das ist gut. Inga war übrigens deshalb so erfolgreich mit dem Abnehmen, weil sie nach einer Weile die Crash-Diät abgebrochen hat und ihre Lebens- und